Das Gebet ist ja ein wesentlicher Grundpfeiler des Islam und praktisch auch ein entscheidendes Kriterium, ob man jemanden als Muslim ansieht oder nicht. Diese Frage, was das Gebet für einen bedeutet, das ist eine Frage der Entwicklung, nicht nur der persönlichen Entwicklung, sondern der geistigen Entwicklung. Das heißt, anfangs weiß man, dass man das Gebet verrichten muss, aber man ist noch unsicher, man weiß nicht, ob man alles richtig macht. Man kann diese nur wenige Suren, die man erst kennengelernt hat, und das braucht einige Zeit, bis man hier eine Sicherheit erreicht und das Gebet formal auch richtig verrichten kann. Die andere Seite ist die spirituelle Aspekt des Gebetes. Hier braucht es doch eine Zeit, eine Entwicklung, bis man diesen die Aspekte des Gebetes auch kennt und dann auch spürt. Denn kein Mensch ist wie ein Roboter, der gleichmäßig das Gebet verrichtet, sondern ist auch Stimmung unterworfen, hat auch bestimmte Gefühle. Und deswegen spiegelt sich das auch im Gebet wider. Es gibt Phasen, ja, wo man sich praktisch zwingen muss, das Gebet zu verrichten. Man weiß, man ist dazu verpflichtet und tut es auch, aber manchmal fällt es schwer und manchmal ist man so im Gebet vertieft, dass man nicht aufhören möchte. Das heißt also, hier gibt es ja bestimmte Phasen, möchte ich das so sagen, auch hier in der Frage des Gebetes, wo man manchmal nur aus reinem Pflichtbewusstsein das Gebet verrichtet und andererseits man hier auch die spirituelle Seite des Gebetes spürt und praktisch die Bedeutung des Gebetes auch nicht nur mit Worten ausdrücken kann, sondern auch innerlich spürt.